Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen vom ersten Brief des Apostel Johannes. Ja, er ist ganz interessant, wie er beginnt diesen Brief. Ja, wir haben schon viele Briefe gelesen, wie sie beginnen, aber interessant, wie er beginnt. Dass da von Anfang war, dass wir gehört haben, dass wir gesehen haben mit unseren Augen, dass wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen. Was wir gesehen haben, gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solche schreiben wir euch, dass die Freude sollte vollkommen sein. Eure Freude sollte vollkommen sein. Ganz interessant, wie er schrieb. Und es geht, dass man Freude hat. Aber in dem Ganzen, er schreibt, wir haben es gesehen, wir haben es betastet. Das wollen wir allen sagen, sagt er, ein paar Mal hier sogar. Und es geht um das ewige Leben. Es hat beginnt mit dem Wort des Lebens. Irgendwann hat man das Wort des Lebens gehört, die Worte Jesu. Ich bin für euch gekommen, ich bin der Herr. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Ich lese immer wieder gern diesen Vers, also aus Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, denen im Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, es geht um das ewige Leben. Und das kommt durch das lebendige Wort. Wenn wir glauben, dieses Wort, was hier auch Johannes sagt, wir haben es gesehen, wir sagen euch, hier ist das Leben, Leben in dem Herrn Jesus. Ja, das ist so interessant, es war prophezeit in vielen Büchern der Bibel, also es wurde immer also auf Jesus gedeutet und irgendwann wurde das Wort von Jesus wirklich auch Fleisch geworden. Ja, so sagt es auch Evangelium Johannes, also Jesus, wo er gekommen ist, das Wort wurde in ihm Fleisch und er lebte unter uns, sagt Johannes an anderer Stelle. Und wir haben ihn gesehen, wir haben es betastet, wir haben gesehen, dass in ihm das Leben ist. Und dann ist er auf das Kreuz und hat die ganze Sünden der Menschen auf sich genommen. Das muss man glauben, dass er für mich gestorben ist, dass er für mich die Sünden genommen hat am Kreuz. Und ich habe keine mehr, weil er sie alle genommen hat. Und ich kann jetzt mit ihm leben und das ewige Leben haben. Nicht etwas, was schnell vorbeigeht, aber das ewige Leben, das ist etwas Großes, das ist etwas Besonderes an das Glauben. Deswegen beginnt er auch diesen Brief und sagt, es geht um das ewige Leben. Und das beginnt, wenn du das glaubst an Jesus, dann hast du Gemeinschaft. Gemeinschaft auch sogar mit Johannes, wenn wir das lesen. Es ist so wichtig, wir nehmen das Wort so gerne an, wir glauben dem Wort. Aber wir haben auch Gemeinschaft mit den Geschwistern, mit vielen Geschwistern, mit denen wir auch leben, weil sie auch die gleiche Freude haben. Und diese Freude, das ist eine vollkommene Freude. Es gibt Verschiedenes im Leben, worüber man sich freuen kann. Aber die Freude, dass man Jesus im Herz hat, dass man durch ihn das ewige Leben hat, das ist die größte Freude. Das ist etwas, wo man streben soll, was wirklich jeder auch bekommen kann. Und dass jeder aus Johannes sieht, das ist die wichtigste Botschaft im Leben, dass wir wirklich also Jesus aufnehmen. Ja, in ihm ist die Rettung. Nur in ihm. Wir müssen die ganze Bibel hier auch lesen, auch was im ganzen Johannes-Evangelium steht. Dann kann man es viel besser verstehen. Und es ist so wunderbar, dass wir von Gott geliebt sind, dass er für uns dieses große Werk getan und durch Jesus sind wir gerettet. Diese Gemeinschaft ist auch etwas Besonderes. Also wenn du wirklich so mit Gott lebst, dann freust du dich an diese Gemeinschaft auch mit gleichen Menschen. Dir wird etwas, was eitel ist, was schnell vergeht, dir ist es nicht mehr so interessant. Das vergeht, aber du willst wirklich hören die Worte des Lebens. Du beginnst lesen das Wort Gottes mit großem Interesse, mit großer Freude, weil da auch das Leben ist. Du hörst also, was Gott hier und dort geplant hat, wie Gott auch will, dass wir wachsen sollen in dieser Liebe zu ihm und zu allen Menschen, so wie er die Welt geliebt hat, dass er für jeden Menschen auch sein Leben gegeben hat, so dass wir auch anderen Menschen unser
Leben verschenken. Und mir wäre es so wichtig, dass jeder, der auch jetzt die Botschaft hört, dass er wirklich bewusst ist, dass er Jesus angenommen hat. Es beginnt immer mit einem Gebet, wo wir glauben an Jesus wirklich und sagen zum Beispiel auch diese Worte: Oh Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du mir das ewige Leben gibst. Und ich will mit dir ewig leben. Wirklich, komm in mein Leben. Vergib mir alles, Jesus, und helf mir wirklich mit dir leben. Danke, Jesus. Ich weiß, dass du dieses Gebet gehört hast. Amen. Denn der Herr hört unsere Gebete, wenn wir so zu ihm sprechen. Gott möchte jeden segnen, der so gebetet hat. Und auch wirklich ihm das Bewusstsein und die Hoffnung für das ewige Leben schenken. Amen.